So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ne? Wir haben nämlich Regenwetter, ne? Das seht ihr schon. Ich habe wieder meine Subjacke an und wenn ich die Subjacke anhabe, dann kann das ja nur ein was heißen. Wir stehen wieder hier beim Restaurant Hibu House. Guckt euch mal an, wie schön das aussieht. Alles ist nass, ne? Richtig genial. Und das ist nicht mein Schirm, keine Sorge. Das ist eigentlich der vom Muttertier. Die steht hier wieder um die Ecke. Und hey, so sieht das viel besser aus. So sieht man mich. Rotlicht? Kein Rotlicht. Rotlicht? Kein Rotlicht. Da kann ich den eigentlich auch fast weglassen. Aber die Kamera wird nass, deswegen brauche ich den irgendwie doch. Nicht, dass ihr denkt, ich brauche einen Schirm. Die Kamera braucht den Schirm, nicht ich. Heute, ich glaube, das Leben meint es einfach nur gut mit mir. Kanal gesperrt. Ich kann eine Woche lang nichts hochladen, nichts streamen, gar nichts. Also wundert euch nicht, dass am Montag das Video nicht kam. Es ist zwar Montag, ich nehme das hier am Montag auf, aber es wird wohl erst am Freitag, Samstag, irgendwas. Ab Freitag darf ich nämlich wieder das Internet verpesten, also werden wir das dann direkt machen. Wir wollten ja hier die Subs durchtesten. Wir waren das letzte Mal beim Thunfisch-Sub angelangt. Fand ich auf jeden Fall auch richtig genial. Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, war es doch etwas ölig, gerade wenn ich das zweite noch gegessen habe. Nach einer Zeit habe ich gemerkt, wie das viele Öl doch ein bisschen auf den Magen geschlagen hat, aber trotzdem vom Geschmack einfach komplett herrlich. Ich weiß nicht, vielleicht ob man da drauf achten kann, dass man da das Öl noch mal ein bisschen vorher abgießt, dass da nicht ganz so viel von dem Öl reinkommt. Dadurch war es natürlich sehr nicht trocken, sagen wir mal. Nicht trocken, aber ölig. Trotzdem würde ich wieder nehmen. Hat mir auf jeden Fall geschmeckt. Und heute haben wir das Veggie Sub. Kostet auch nur 5 Euro als Ganzes, beziehungsweise 3 Euro als Halbes. Wir nehmen aber ein Ganzes für 3 Euro, weil es ist ja wieder Montag. Das heißt, es ist wieder Sub-Tag. Und dann nächste Woche gibt es das Truthahn Sub. Und dann sind wir mit den normalen Kamera, Bruder. Dann sind wir mit den normalen Subs nämlich durch und können dann zu den warmen Subs. Döner, Schnitzel, Hähnchen, Backfisch. Da freue ich mich schon besonders drauf. Wo ich das jetzt esse, weiß ich auch nicht, weil es ist ja alles nass und belegt. Hauptsache die Subjacke am Start. Video wird gemacht, damit ihr darauf nicht verzichten müsst. Und ich werde mal schauen, wann ich das hochlade. Jetzt warten wir erstmal, bis das Veggie fertig ist. Mal gucken, was da drauf ist. Vielleicht Fleisch, nein, natürlich nicht, aber halt Gemüse. Und ansonsten versuche ich immer mal in der Beschreibung jetzt die Facebook-Seite zu verlinken. Wenn ihr da Bock habt, könnt ihr mal in die Beschreibung gucken. Ist auch die Facebook-Seite jetzt drin vom Restaurant Hibu House. Ich melde mich zurück, wenn ich das Sub habe. Zur Not muss ich es halt zu Hause essen, weil das Wetter heute echt nicht mitspielt. Haben wir noch Peps dabei? Keinen Sub mehr dabei? Gar keins mehr? Wer hat das letzte genommen? Wisst ihr Bescheid. So, da sind wir zurück, ne? Guckt euch mal die Frise an. Ist sie nicht herrlich, weil es geregnet hat? Habe ich mir die gleich ein bisschen nach hinten gegelt, ne? Ja, vergesst einfach, was ihr gerade gehört habt. Wir haben jetzt hier den Beutel. Und da sind natürlich wieder zwei dicke Subs drin. Beziehungsweise ist das ja eigentlich ein Sub. Also ein großes Veggie-Sub, wie gesagt, ist so hier. Ihr habt da zwei Portionen, eins zum Mittag, eins zum Abendbrot. Was auch hier drin ist, ist der Fischburger für die Mama. Aber den wollen wir euch jetzt nicht zeigen. Guckt, wir wollen euch den nicht zeigen. Deswegen packen wir den schnell wieder ein. Das müssen wir nämlich irgendwann mal testen, wenn es soweit ist. Wir vergnügen uns jetzt mit dem Veggie-Sub. Also, da erwarten wir jetzt Gemüse, Salat, vielleicht auch Jalapenos. Wurde diesmal nicht gefragt, vielleicht standardmäßig jetzt immer drauf. Wenn man sieht, die Glitschmatte kommt, mach mal Jalapenos drauf. Was wir nicht erwarten können, ist Fleisch. Ganz normal, aber muss es denn immer Fleisch sein? Macht mal einen Beitrag für die Natur, lasst mal das Fleisch weg. Ne? Fleisch ist aber eigentlich auch was Natürliches. Und was zuerst auffällt, wo ich euch gleich noch eine Geschichte dazu erzählen kann. Das Brot. Wir haben es nämlich jetzt Ach nö, guck mal. Von wegen, da ist nichts drauf. Das ist bestimmt hier Tofu oder wie der Typ heißt. Ihr habt jetzt auf jeden Fall trotzdem hier Schaf drauf. Ihr habt Zwiebelringe drauf. Ihr habt
diesen gelben Käse draufgebacken, Tomaten, Gurken, alles, Salat. Also ich glaube, ich drehe jetzt richtig durch, wenn ich das sehe. Packen wir jetzt wieder zusammen. Sieht aus, als wäre da auch so Sweet Chili Soße drauf. Und das Brot, ihr habt gefragt, wir haben auch nachgefragt, beziehungsweise der Bino kam auf mich zu und hat mir beim letzten Mal schon gesagt, wegen dem Brot kannst du ja mal aufklären. Sie haben also noch rumexperimentiert. Beim ersten Mal hatten sie das richtig dicke Brot, was extrem wuchtig war, aber dazu auch richtig trocken. Wenn ihr nicht wisst, welches, guckt mal beim Salamisab rein. Da habt ihr das gesehen, da haben wir das bemängelt. Beim Schinkensab, das Brot viel besser, schön weich, richtig genüsslich. Und dann haben wir gesehen, beim Thunfischsab hatten wir plötzlich sowas, was eben so groß ist, wie es ist. Und deswegen, seitdem das auch als zwei Teile kommt, weil das genau solche Brötchen sind in dieser Größe. Da müsst ihr nichts kaputt schneiden, nichts in der Mitte durchmachen. Und das sind jetzt die Brote oder die Brötchen, die sie beibehalten wollen, wo sie das jetzt immer drauf machen. Das heißt, wenn wir uns jetzt einen Salamisab holen, müssten wir auch solches Brot bekommen. Nicht zu weich, nicht zu süß, ne? Capital Bra. Das heißt, irgendwann werde ich also trotzdem nochmal einen Salami nehmen und dann gucken, ist das jetzt besser, weil es lag wohl eigentlich nur an dem Brot. Es fängt jetzt schon wieder an zu regnen, das heißt, ich werde mir jetzt nicht mehr so viel Zeit lassen. Ich nehme es mal hoch, ich beiß mal rein. Ihr seht jetzt schon wieder, selbst das Vegetarische sieht richtig wuchtig und brutal aus. Da ist einfach so ein Veggie Patty drauf. Hätte ich nicht erwartet, bin ich ehrlich gesagt jetzt positiv überrascht. Man hätte einfach sagen können, das ist Veggie und deswegen ist da halt nur Salat drauf. Aber dass da ein Veggie Patty drauf ist, ist mehr als ich erwartet habe. Wir probieren das jetzt auch. Letztens sind wir fremdgegangen und haben uns am Freitag einfach einen Döner hier geholt beim Restaurant Hibu Haus. Dazu aber später mehr, denn den müssen wir extra nochmal fürs Video testen. Jetzt einmal hier reinbeißen. Ja. Früher habe ich mir immer solche Gemüsefrikadellen gekauft. Die fand ich auch irgendwie richtig genial. Ich weiß nicht warum. So vegetarisch ist eigentlich nichts großartig für mich. Ich brauche immer Fleisch, aber diese Gemüsefrikadellen fand ich irgendwie richtig genial. Das erinnert mich auch an diese Gemüsefrikadellen. Ihr habt da so eine Pampe mit Gemüse drin, was noch ein bisschen bissfest ist, sagen wir mal. Zusätzlich habt ihr eine Schärfe dabei, gerade auch durch die Soße, denke ich mal, durch die Gewürze, durch die Jalapenos. Es braucht nicht mal Fleisch. Und es ist auch nicht aufdringlich. Ich glaube, davon könnte ich sogar gleich zwei große essen, weil die gut im Magen liegen. Die anderen haben sehr gestopft, die waren sehr wuchtig. Das für die leichte Kost zwischendurch. Gute Sache immer wieder. Irgendwie erinnert mich das auch ein bisschen an so ein Filet au Fisch. Nicht vom Geschmack, aber von der Konsistenz her, dass da eben so eine weiche Frikadelle drauf ist, sag mal. Gut belegt, gut gewürzt. Gerne wieder, ich bin gespannt. Nächstes Mal das letzte kalte mit Truthahn und dann kommen wir endlich zu den warmen Subs. Wir haben noch so viele andere Sachen zu testen. Burger, Schnitzel, Käsepommes. Also ich bin gespannt. Sau cooler Laden auf jeden Fall. Guckt mal in die Beschreibung, ist auch die Facebook-Seite verlinkt. Wird euch nicht viel bringen, wenn ihr irgendwo am Arsch der Welt wohnt, aber trotzdem, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mm.